56% des Spieles sind erreicht von Rise of the Tomb Raider. Und da sind wir wieder. Hier beim Eis. Und beim Eis. Bei den Leuten hier im Eis. Ja, irgendwelchen Leuten halt. Und ja, ich sammle nochmal, ich gucke mich nochmal um. Und komme mal erstmal wieder rein. Ist ja schon wieder, mein Gott, ist schon wieder eine Woche her oder was, dass ich gespielt habe. Ist, ja. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas einzusammeln. Ja. Ja. Nochmal hoch vielleicht. Huch. 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 Was war das denn jetzt hier? Nee. War das nicht der... Ach nee, das war der Baum. Der Baum hier. Oh, nun geh doch mal hoch. Konnte man hier noch irgendwie weiterspringen? War das einfach nur... So, dann hätte man von hier aus auch und so. Aber hier ist jetzt leider nichts. Hm. Mal gut. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Komme ich denn da weiter? Da muss ich lang. Ja, ich irre hier gerade ein bisschen durch die Gegend, weil ich jetzt hier erstmal wieder klarkommen muss. Ich habe auch Tonnen jetzt übersehen, oder? Oder? Kann man da irgendwie voll... So, weißt du? Nee. Hm. Nicht? Ich merke immer nicht... Hm, es ist voll. Egal, komm, wir gehen jetzt mal weiter hier. Soll das? Man da auf die Plattform rauf? Ja, man kann da vorne runter. Trinity aufspielen. Betreten Sie die Wetterstation. Ja, gleich. Oder jetzt. Oder gleich. Das können wir noch einsammeln. Jawohl. Das wollte ich nicht übersehen haben. Sonst ist hier auch nichts mehr, ne? Gut, dann gehen wir wieder. Aber das sieht scheiße nochmal aus wie so eine Kampfarena. So... Könnte man sehr gut kämpfen. Ich guck mal hier in die Ecken noch, ob hier was ist. Nee. Lauf mal hier eine Runde. Hier ist noch was. Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. You. Was steht da? St. Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. Okay. Ein Knochen. Und da ist auch noch was. Das hole ich mir auch noch mal. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Ja, natürlich. Konstantin sorgt sich so sehr um seine Schwester. Er würde wirklich alles tun, um sie zu retten. Das war die Qual-Lagerbericht. Ja, die Anna, die stirbt, glaube ich, langsam. Kann man hier irgendwie rein? Komme ich denn jetzt hier hoch? Ah. Vielleicht auch da nochmal hin? Oder wohin? Weil da kann man auch in die Leiter. Jetzt bin ich verwirrt. Da kann ich hoch. Oder da hoch. Ich gehe nochmal hier hoch. Genau, weil das ist nicht der Weg, den wir gehen sollen. Unbedingt, glaube ich. Dann gucke ich nochmal, ob hier irgendwas versteckt ist. Schön. Kann ich hier von hier aus auch nochmal hoch? Ach komm, da kannst du dich ja wohl jetzt mal ranhängen, damit ich nicht den ganzen Weg nochmal laufen muss. Oh, okay.
Ja, okay. Hab's hier verkackt gerade. Ich glaube, wir waren aber auch einmal schon rumgegangen. Hier, das blöde Loch. Ja, wir waren schon einmal rum. Okay. Voll fies, da ein Loch hinzubauen. So, hoch mit dir. Jetzt laufe ich da nochmal durch. Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Und da ist so eine Schrift dran. Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Ja, sehr cool. Wenn man jetzt so ein bisschen den Dreh raus hat, auf was man achten muss, geht's ja. Aber manchmal ist es auch ein bisschen merkwürdig, wenn sie Hinweise nicht sieht. Trinity aufspüren. Durchsuchen Sie die Wetterstation. Ja, bin dabei. Ist da noch was? Da ist was. Da ist auch was. Ich gehe nochmal hier. Da ist nix. Okay. Nehmen wir das nochmal mit. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Ach, so war das also. Anna hat ihren Bruder jahrelang manipuliert und ihn so zu dem Monster gemacht, das er heute ist. Es tut mir beinahe leid. Die Kraft des Glaubens, Forschungsnotizen. Dann hat sie dem da beim Schlafen das reingerissen, der hat das nicht gemerkt. Ja, hat aber einen guten Schlaf, der Typ. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Jetzt hat sie noch gesagt, und Jonah, was machst du und was bist du da reingeraten und so. Ich habe gerade gedacht, so liegen hier eigentlich immer überall diese, ja, sind das Funkaufnahmen, die sie dann immer findet? Oder sind hier überall immer diese Geräte, auf das sie aufgenommen haben? Da müssen ja Millionen von diesen Geräten rumliegen, bei sich rumschleppen, damit die überall immer diese Dinger findet. Ist schon lustig irgendwie. Ja, gut, von da komme ich, dann gehe ich hier nochmal rum. Ja, hier nichts übersehen. Gut, dann hier die Leiter hoch und dann... Oh Gott, was machst du denn hier für so ein Remi-Demi, Lara? Remi-Demi... predigen wollen. Jonah. Oh nein, Jonas Rettung, betreten Sie den Gefängnisblock. Oh oh. Haben wir genug Muni und alles? Ich mach mal welche nach.
Oh, da lag noch was. Das nehme ich noch mit. Nee, das war die Leiter. Wie blöd. Okay, gut. Ja, jetzt geht's abwärts. Habe ich hier noch was übersehen? Voll die spannende Musik, während ich hier rumgurke. Aber wir gehen sofort ins Gefecht hier, Leute. Leute, da kommt jetzt was auf uns zu, bestimmt. Gucken, wie sehr ich's verkacke. So geht's auch. Den haben wir mal eben überwältigt. Ich nehme mal meinen Bogen, vorsichtshalber. Pfeile haben wir jetzt genug. Hakenaxt, schwingen Sie. Ja, okay. So. Zum Beispiel. Nein. Okay. Liegt hier jetzt noch was? Nein. Oha. Wow. Oh. Bin runtergefallen. War da noch was unten? Ich hoffe nicht. Oh Gott. Es geht schon wieder los. Hier auf einmal ist es immer so. Ja, geht's halt so richtig los. Nein! Nein, nein, nein. Oh Gott, hoffentlich ist hier keiner. Oder hinten ist einer. Kriegen wir den von hier hin? Wäre natürlich mit Seil runterrutschen auch cool gewesen, aber ging auch so. So hätten wir ihn auch natürlich voll wegkicken können. Aber ging auch so. Da ist noch ein Rucksack. Sehr schön. Karte aktualisiert. Ja, und dann hopp. Oh oh. Oh oh. Hat sie Lärm gemacht? Jonas Rettung. Finden Sie Jonah im Gefängnisblock. Wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen. Wo gehe ich jetzt lang? Ich soll da lang, dann gehe ich mal hier lang. Nein! Oh! Bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Nein! Er hätte es einfach machen sollen. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Scheiße. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich
Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Oh, armer Jonah. Beschützen werden sie Trinity-Angreifer ab. Ach du. Alle Einheiten kommen. Kacke. Wir müssen uns um sie kümmern. Ich will da noch mal hin. Oh. Wir sind fast in Position. Neues Basislager entdeckt, Sowjetanlage. Ja, super. Manno. Aber das Ziel liegt im Blick. Egal. Erwarte Befehle. Neue Schrotflinte verfügbar. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ja, ich schaue hier gerade nebenbei nach einem Fähigkeitspunkt und überlege gerade, was ich als nächstes nehme. Wir können natürlich auch den Kämpfer wieder verbessern, aber ich weiß auch nicht. Ich bin da immer so ein bisschen... Ja, komm, das machen wir mal. Adrenalin. Erleiden Sie nach einem erfolgreichen, lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Das ist ja vielleicht nicht schlecht. So, das haben wir jetzt verbessert. Jetzt können wir nochmal gucken. Ja, ist immer blöd. Ich wollte eigentlich noch da so dieses Stück Treppe runtergehen. Da hätten wir, glaube ich, noch was gefunden. Vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte oder was. Oder was anderes. Da muss ich dann hinterher wieder hin. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Aber dann kam die Sequenz und leider ist... Ja, Jonah hatte es halt schwer. Der wusste jetzt auch nicht, was er machen soll. Kann ich auch verstehen. Ich ändere mal wieder... So, konnten wir nicht erstmal die Waffe noch verbessern? Wir konnten doch irgendwas hier besser machen. Oder nicht? War das nicht die Schrotflinte? Pumpgun? Vorbote? Können wir nichts mehr machen? Bin ich jetzt doof? Gerade eben stand da noch, wir können es irgendwie verbessern. Bin ich jetzt verwirrt? Okay, dann... Achso, wir können jetzt wieder die nehmen. Ja, wir können auch auswählen. Vielleicht sollte ich das auch mal öfters beachten. Maschinenpistole, 50 Sturmgewehr, Einzelschussgewehr, das so einen Schaden bewirkt. Ausgewogenes, zuverlässiges für jede Situation. Waffen mit sehr kurzem Lauf für den Einsatz mit Schnellfeuer. Ja, dann nehmen wir die wieder. 46%, den Revolver hätten wir, halbautomatische Mondschatten. Nee, ich bleib mal bei der halbautomatischen Dings. Und dann hätten wir noch die Pumpgun. Vielleicht wurde die jetzt automatisch ausgewählt oder auch nicht. Diese ausgewogene Waffe ist immer nützlich, darf in keinem Arsenal fehlen. Modifizierte vollautomatische Waffe, die das jüngste Gericht. Ja, komm, behalten wir auch. Mal beim Bogen gucken. Den Pumpbogen finde ich gar nicht schlecht. Da war doch genau für... Nee. War das nicht der für alle möglichen Situationen, was weiß ich? Around. Ach, ich bleib mal so dabei. Dann wechsle ich nochmal ihr Outfit eben. Machen wir mal das Kommando-Outfit hier. Aber ein bisschen kalt, ne? Jägerin hatten wir zuletzt. Whiteout-Jacke. Nehmen wir mal die mal wieder. Das vom Anfang hatten wir die. Obwohl wir ja gerade nicht so im Schnee sind. Also wir sind im Schnee, aber ach komm, ich lasse es jetzt mal so. Eine lange Entscheidung ist hier für Klamotten. Ja, gut. Dann mache ich nochmal ein bisschen hier weiter. Das hier kannst du nochmal auffüllen. Bisschen Öl. Kannst du noch mehr holen? Ja. Dann holen wir alles raus, was geht. Nee, jetzt können wir nicht mehr. Ist voll. Dann nochmal die Kiste. Damit wir das auch haben. Ja. Dann wieder hoch, oder was?
oder? Wie komme ich denn hier weg jetzt? Wie komme ich weg? Habe ich da was übersehen? Geht es hier irgendwie hoch oder so? Kann ich hier was aufsprengen? Ach, hier kann ich mich durchschlüpfen. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Sie ist hier. Was? Kommt da noch einer? Scheiße. Nehm mal alles mit. Was ist damit? Das sind Scheinwerfer. Wow, okay. Lauf. Der schnelle Weg. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. T4, beim Anführer Sonne. Wir kümmern uns darum. Verdammt! Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Oh nein! Da war eine Granate! Oh mein Gott, Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Hier geht's ja wie immer ab. Bis dann!